Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier, gesendet von der Erde. Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott, was soll ich noch dazu sagen? In diesem fast 105 Jahre alten Krieg verloren 17 Millionen ihr Leben und annähernd 70 Millionen Menschen standen unter Waffen. Ohne Ersten Weltkrieg gäbe es keinen Zweiten Weltkrieg mit bis zu weiteren 80 Millionen Toten. Keine Kommunisten, Faschisten, kein modernes Österreich und Ungarn, kein Polen, kein Jugoslawien, keine Türkei. Okay, ist das jetzt nur gut oder schlecht? Die Frage überlasse ich euch. Doch wie ist dieser bitteschön entstanden? Weil ein Einzelner einen einzelnen Politiker erschossen hat, der zufällig an der falschen Stelle geparkt hat? Ist das euer Ernst? Fun Fact. Das Nummernschild vom Auto, in welcher Franz Ferdinand erschossen wurde, trug das Kennzeichen A111118, welches man mit Armistice 11. November 18 interpretieren kann. Gruselig. Doch was kam danach? Die Juli-Krise? Und Österreich-Ungarn hat einen Kriegsgrund gegen Serbien gefunden? Hatte man damals die Bündnisverhältnisse nicht verstanden? Jetzt wird's kompliziert. All that stuff belongs to Germany, which just had war declared on it by Britain because Britain was friends with Belgium, which was being trespassed by Germany in order to get to France to kick France's ass because France is friends with Russia, who was getting ready to kick Austria's ass because Austria was getting ready to kick Serbia's ass because someone from Serbia shot the leader of Austria's ass. Or actually shot him in the head. Ich kapiere es nicht. Deutschland greift Frankreich und Belgien an, um Russland zu besiegen? Klingt logisch. Ja. Wäre Deutschland nicht durch das neutrale Belgien einmarschiert, wäre Großbritannien nicht in den Krieg eingetreten. Und da Großbritannien zu der Zeit gefühlt die ganze Welt beherrschte, wurde daraus ein Weltkrieg. Habe ich gerade Großbritannien die Schuld für den Ersten Weltkrieg gegeben? Okay. Das Schlimmste ist, dass Otto von Bismarck diesen Krieg wahrscheinlich vorhergesehen hat. Er sagte, sollte es noch einmal zu einem Krieg in Europa kommen, wird er durch irgendeinen Unsinn auf dem Balkan ausgelöst werden. Über Kaiser Wilhelm II. Sagte er, er sei ein Brausekopf, könne nicht schweigen, sei Schmeichlern zugänglich und könne Deutschland in einen Krieg stürzen, ohne es zu ahnen und zu wollen. Auch die Bündnispolitik mit Russland sollte einen Zwei-Fronten-Krieg verhindern, doch diese wurde einfach vernachlässigt. Als Ersatz gab es den riskanten Schliefenplan, der jedoch vorhersah, durch das neutrale Belgien einzumarschieren. Bismarck dreht sich im Grabe um. Haben die Deutschen echt damals geglaubt, durch einen Blitzkrieg Frankreich vor der Mobilmachung Russlands besiegen zu können? Da fing der deutsche Größenwahn meiner Meinung nach an. Apropos Blitzkrieg. Der Krieg sollte nur wenige Wochen dauern, doch wie man weiß, kam es anders. Man hatte den Soldaten gesagt, dass sie spätestens Weihnachten wieder zu Hause seien, doch dieses ist trotz Friedensstifter wie Papst Benedikt XV. Nicht eingetreten. Was haben sie also gemacht? Den Weihnachtsfrieden. Über diesen ranken sich Legenden, doch es zeigt, dass die Soldaten diesen Krieg schnell beenden wollten. Doch was waren die Kriegsziele? Außer natürlich der Sieg. Die deutschen Kriegsziele waren geheim und sind erst Ende der 1950er Jahre mit dem Namen Septemberprogramm wiederentdeckt worden. Diese wurden jedoch während des Krieges selbst verfasst und standen nicht zu den politischen Zielen des Deutschen Reiches. Auch vom Kaiser selbst wurden sie nicht unterschrieben. Auf Seiten der Entente gab es verschiedene Ansichten. Frankreich wollte natürlich Elsass-Lothringen, aber auch das Rheinland war das Ziel. Durch den Kriegsaustritt Russlands wurde jedoch nichts daraus. Großbritannien wollte die Befreiung Belgiens und nannte dieses als oberstes Kriegsziel. Und die USA? Ja, das alles wurde im Versailler Vertrag verhandelt und ist ein Thema für sich. Das war der Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Beendet hatte er jedoch nichts und er war ein Epochenumbruch, bei der die industrielle Moderne zu einem der blutigsten Kriege der Welt verschaffte. Und was war der Grund? Darüber wird bis heute debattiert und spaltet sich Historiker. Dabei belasse ich es auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und fand es interessant. Like nicht vergessen und wir sehen uns vielleicht in einem weiteren Video. Tschüss!